Wir wollen eine Runde Brüche multiplizieren. Die Aufgabe lautet wie folgt: Multipliziere die folgenden Brüche. Und wenn wir mit Brüchen arbeiten, ist es immer ganz, ganz wichtig, dass wir die korrekten Begriffe nutzen. Die stehen hier schon über mir: Zähler und Nenner. Die Zahl über dem Bruchstrich heißt immer Zähler und die Zahl unter dem Bruchstrich heißt immer Nenner. Wir multiplizieren Brüche, indem wir die Zähler multiplizieren und dann die Nenner multiplizieren. Also Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. In Beispiel 1 sieht das so aus. Wir multiplizieren zunächst die Zähler, also 1 mal 3. Die beiden Zahlen in Gelb, das sind die beiden Zähler. Und dann multiplizieren wir die Nenner. 2 mal 4. Als Zähler entsteht hier 3. Warum? Naja, weil 1 mal 3 3 ist. Und als Nenner entsteht 8. Warum? Weil 2 mal 4 8 ist. Easy. Unsere Lösung heißt also 3 Achtel. Aufgabe 2, 7 Viertel mal 3 Viertel. 7 Viertel mal 3 Viertel, es geht wieder Zähler mal Zähler, also 7 mal 3 und dann Nenner mal Nenner, also 4 mal 4. Zwei kleine Multiplikationen, 7 mal 3 sind 21 und 4 mal 4 sind 16, fertig. Lösung lautet also 21 Sechzehntel. Was das jetzt bedeutet? Egal, es geht ums Grundprinzip. Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. So wird das auch in der dritten Aufgabe passieren. Wir rechnen 5 mal 7, multiplizieren also die Zähler und rechnen dann 4 mal 2, multiplizieren also die Nenner. 5 mal 7 ist 35 und 4 mal 2 ist 8. Wunderbar. Als Lösung erhalten wir also 35 Achtel. Du merkst ja also, du kannst Brüche miteinander multiplizieren, indem du zunächst die Zähler miteinander multiplizierst und dann die Nenner. Merk dir gern, Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Wenn du das noch ein bisschen üben möchtest, schau mal unter dieses Video, da habe ich dir ein paar Aufgaben in einem Kommentar angepinnt. Löse sie gern und sende mir deine Lösung als Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, da freue ich mich auf dich. Lass es dir gut gehen, ciao und tschüss. Dein Rick.